Am 20. Juli, ich muss dazu sagen, ich war Matrosenohr gefreitert, das muss man wissen. Ich hatte damals, hatte ich Wache. Und auf der Wache kam so gegen Mittag die Nachricht, also das muss gewesen sein, etwa nach 2 Uhr, dass ein Attentat auf den Führer war. Und sehr bald ist auch der Name Stauffenberg gefallen. Und das hat mich natürlich gleich furchtbar erschreckt, denn ich habe gedacht, erstens, ich kenne den Mann, zweitens, die Familie hat bei meinen Eltern gewohnt. Und dann sind wir aber abgelöst worden, weil die Wache vorbei war. Das war sozusagen am 20. Juli. Und am Nachmittag sind wir dann merkwürdigerweise wieder, haben wir unsere Waffen gekriegt. Normalerweise sind wir ohne Waffen in diesem Lager gewesen. Es war ein Barackenlager bei Kiel. Und dann kam eben die Geschichte, dass wir in die Stadt fuhren, eine SS-Kaserne, nicht umstellten, aber uns jedenfalls in den Hof fuhren. Und die SS-Leute kamen raus und haben ihre Waffen abgegeben. Und dann kam inzwischen eine andere Nachricht und wir haben ihnen die Waffen wieder zurückgegeben und damit war der 20. Juli für uns beendet. Nochmal zurück zu der Nachricht, wie Sie sie bekommen haben. Stauffenberg und ein Attentat. Haben Sie ihm das zugetraut? Passt das für Sie zusammen? Gut, ich war ehrlich gesagt höchst erstaunt. Das war für mich, Gott, überhaupt, dass ein Bekannter oder ein Verwandter, ne, ist ja nicht sehr verwandt, aber ein Bekannter der Attentäter war dann natürlich eine, naja. Ich habe mir sofort gedacht, also damit hältst du jetzt den Mund, nicht zu viel erzählen, dass du den Mann kennst. Das könnte gefährlich werden. Vielleicht können wir nochmal Schritt für Schritt durchgehen, was dann passiert ist an diesem 20. Juli. Da gab es dann einen Befehl an die Marine. Welche Anweisungen haben Sie da gehört? Wissen Sie, als Obergefreiter hört man nichts. Als Obergefreiter wird nur sozusagen wird man herumgeschoben. Man bekommt dann ein Gewehr in die Hand, wird auf den Lastwagen gesetzt und fährt dann los. Also was für Befehle da gegangen sind, da habe ich keine Ahnung. Dazu war als, ich weiß gar nicht, ob ich damals schon Obergefreiter war, jedenfalls. Aber das war kein Rang, wo man sich mit jemandem unterhalten hat. Und dann sind Sie zur SS-Kaserne, oder wie ging das dann weiter? Wir fuhren zur SS-Kaserne auf zwei Lastwagen, waren es meiner Erinnerung nach. Und wie viele Leute gehen da drauf? Und die wurden dann, das Ganze war mir vollkommen rätselhaft, denn es war zunächst einmal eine ungute Situation. Man merkte, dass die SS-Leute nur sehr ungern ihre Waffen da hergaben. Es war ja nichts anderes wie Gewehre, die da im Hof dann in Pyramiden zusammengestellt wurden. Und dann, mitten in der Aktion, kam der Gegenbefehl und das Ganze wurde abgebrochen. Aber was dahinter stand, ich habe es auch nicht mehr, ich habe dann hinterher noch versucht, mal rauszukriegen, was da eigentlich war. Das war nicht rauszukriegen. Das ist interessant, weil es gar nicht in den Geschichtsbüchern überliefert, dass Nein. in Kiel Walküre für kurze Für viel Zeit. Zeit angelaufen ist zumindest. Ja, also das hat mich auch deswegen gewundert. Ich habe mir mal nachgefragt und da hieß es, nee. Wissen wir nicht. Und es ist nur eine Erinnerung, die ich habe. Und es war auch wirklich, ja, es lief eben tatsächlich an. Denn sonst wäre es ja gar nicht, sonst wären wir ja nicht dorthin gebracht worden.